Hallo Trainer und willkommen auf meinem Kanal. Heute ist wieder was anderes am Start. Und zwar füllen wir wieder mit Autoraked einfach auf und müssen schauen. Wir nehmen dann das erste Pokémon auf der linken Seite und wir nehmen das als Beispiel und müssen Pokémon in unser Team packen, die schwach gegen dieses Pokémon wären. Ich bin gespannt. Wir haben jetzt hier Boreos. Boreos ist nur ein Flug-Pokémon. Das heißt, wir nehmen jetzt so Sachen wie Käfer, Pflanze, was ist noch schwach gegen Flug? Käfer, Pflanze, Kampf. Das müsste eigentlich alles sein, richtig? Damit bauen wir jetzt unser Team auf und werden dann Pokémon spielen, die schwach dagegen sind. Also würde ich gerne mit einem Rexblizzer starten. Dazu nehme ich einfach mal eine Toxiquack. Und das Ganze wird nochmal ergänzt durch ein Quabbo. Jetzt habe ich ein gesamtes Team, das schwach gegen dieses Boreos wäre. Und das machen wir jetzt für jeden Kampf in diesem Set. Und ich hoffe, meine Freunde, diese Idee gefällt euch. Mir fallen tatsächlich noch so viele Videoideen ein. Und warte mal, das mag ich gerade gar nicht unbedingt, wo das eigentlich auch nicht das schlechteste Matchup ist. Gut ist erstmal, dass Schlammbombe hier auch noch effektiv ist. Wenn du also drin bleibst, kann ich Schaden verursachen. Du hast selber die Möglichkeit, Erdbeben zu spielen. Aber es ist nie gewiss, ob du den Move überhaupt hast. Ansonsten ist Fokusstoß oder Steinkante Gangs in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, effektiv gegen beide Typen. Das zimmert dich mit einer Attacke weg. Toxiquack, dein Teambreaker. Schade. 1, 2, ich lasse das durch. Ich lasse es einfach mal durch und wir müssen gucken, was da entgegengeschmissen wird. Strauchler. Perfekt. Aua. 1, 2, Strauchler tut natürlich weh. Ich werde das jetzt durchlassen und dann einfach mit Rexblizzer reinkommen. Das wird mein Plan. Also, jetzt mal gucken hier so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich setze es nicht im Timing ein, weil ich dich gleich nicht in einem Gleichstand erwischen möchte, da ich mir nicht sicher bin, ob ich den überhaupt gewinnen würde. Ich meine ja, bei 7 ist es so, dass du nichts einsetzen kannst, dennoch würde es mich nerven, wenn du vorher noch was einsetzt. Kampfattacke muss ich hier leider schilden, der Fokusstoß würde wehtun und da habe ich keinen Bock drauf. Oh, du kannst Blitzkanone? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh mein Gott, wie geil ist denn dein Team? Bruder, du hast ein schönes Team. Du hast ein wirklich schönes Team. So, das heißt 1, 2, 3. Ich lasse mich hier drauf gehen. Ich lasse mich jetzt einfach hier drauf gehen und komme mit Rexblizzer wieder rein. Gar kein Ding. Donnerblitz zimmert mich auf jeden Fall weg. Also 1, 2, 3. Wir wollen jetzt einsetzen. Bist du tanky? Ich glaube nicht, dass du viel aushältst. Ich glaube nicht, dass du viel aushältst. Bam. So, 1, 2, 3. Das werden wir jetzt schilden müssen. Ganz entspannt schilden. Dich hoffentlich runterfarmen. Kannst du irgendwas Nerviges? Tatsächlich ist das nicht nervig. 1, 2. Ich schaffe die Pflanzenattacke wahrscheinlich nicht, ist aber auch nicht nötig. Da werde ich jetzt schon besiegen. Perfekt. Der erste Kampf mit dieser coolen Idee, der geht auf jeden Fall an uns und ich muss sagen, das gefällt mir. Die nächsten Kämpfe können nur cool werden, hoffentlich. Ich hoffe es. Da der erste Kampf ja ein voller Erfolg war, geht es mal weiter. Wir haben Tromborg. Das heißt, wir brauchen Pokémon wie dem Psychotyp, dann andere Geist-Pokémon. Dann haben wir die Möglichkeit, Wasser zu spielen, da Wasser auch schwach ist. Gestein haben wir, Boden und ich glaube, das war's, ne? Pflanze ist gut gegen Wasser, Gestein, Boden und mehr fällt mir gerade nicht ein. Und Geist ist gut gegen Psycho und andere Geist-Pokémon. Alles klar, wir haben doch mal eine nette Auswahl von Pokémon, die eigentlich nett getroffen werden durch Tromborg. Jetzt werde ich das aber noch so machen, dass ich wirklich welche nehme, die auch im 1:1 Kampf schwach wären gegen Tromborg. Das wiederum bedeutet, wir haben Valreiser, das schwach ist gegen Tromborg.
Dann könnte ich dazu noch ein Galakladi nehmen, das ebenfalls schwach ist. Und wir nehmen noch ein Regirock, ebenfalls schwach. So, jetzt habe ich also wieder drei Pokémon, die schwach gegen dieses Pokémon wären, gegen Trombok. Hey, das ist an sich auch eine Pokémon, eine Serie, eine Reihe, die ich jetzt, wo ich auch überlegen muss, wie setze ich das um? Was ist schwach dagegen? Da muss ich erstmal kurz brainstormen, ne? Zapdos. Warte, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Ehrlich nicht. Guck mal, wie viel Schaden wir austeilen. Aber du fängst passend ab, mein Freund. Es ist aber nicht tragisch, ehrlich gesagt. Was habe ich nochmal mit? Was habe ich nochmal mit? Nichts Gutes, ne? Galakladi. Obwohl, doch, Galakladi kontert dich krass aus. Doch, das dürfen wir nicht vergessen, meine Freunde. Galakladi kontert dich halt krass aus. Steinkante kontern wir. Wir kontern die Sanktoklinge. Das ist ein mega nices Moveset hier, was wir haben. Oder einen mega nice Typen. Ich glaube, wir können auch getrost einfach mal hier drauf gehen. Das wird noch knackig mit Zapdos, ne? Das wird noch knackig, meine Freunde. Ich gehe ja extra auf die Attacke. So, hast du schon zwei ready? Ist das jetzt vielleicht sogar eine Steinkante? Das könnte durchaus möglich sein, da bin ich mir nicht sicher. Ist es? Schaffe ich dich jetzt einfach noch zu farmen? Perfekt. Kommt Zappi zurück? Zappi würde ich nämlich gerne einen Nahkampf drücken. Wird zwar Arktos. Boah, ich bin so froh, dass ich dann auf die Kampfattacke gegangen bin. Holy Macaroni, ich bin so froh, da drauf gegangen zu sein. Hälfte deiner KP einfach mal weg. Mega nice. So. Regirock. Regirock ist es. Wir lassen dich jetzt einmal einsetzen. Okay. Und dann können wir einfach rausgehen. Deine Dingsattacke, die macht etwas Schaden. Ne? Deine Elektroattacke, du könntest auch ködern. Tust du zum Glück nicht. So, ich habe doch eingesetzt. Alles klar. Bekomme ich deinen ersten Schild und danach müssen wir eigentlich nur gucken. Das kann ja nur gut für mich werden. Ne? Das kann ja eigentlich auch wegen meinem Sofortattackendruck nur gut werden. Gleichstände verliere ich. Sollte klar sein. Du hast drüben nicht allzu viel Energie. Bohrschnabel ist nicht der Move, den man unbedingt schilden müsste. Ich werde deine nächste Attacke durchlassen, vorausgesetzt du schildest das, weil dann kann ich mit Regirock angreifen. Okay, 1, 2, 3, 4. Oh, warte. Schild Regirock ist, glaube ich, das Sicherste, das ich tun kann, richtig? Es sei denn, du machst einen Bohrschnabel, den überlebe ich noch. Mega nice, wir machen also eine Attacke, setzen dann unseren Move ein. Ja, das wird Schaden verursachen, das wird dir nicht schmecken. Und bam, jetzt kann ich dich auch noch einfach runterfarmen, ne? Du schaffst ja nichts mehr. Du kannst einsetzen, aber es lohnt sich halt auch nicht. Ich werde jetzt die resistierte Attacke einfach schilden, weil hier die Sofortattacken schon netten Schaden verursachen und ich dich hier wegzimmer. Und das war's an der Stelle. Kampf Nummer 2. Mit einem Team, das komplett schwach ist gegen Trombok. Gefällt mir. Gefällt mir. Nachdem Kampf 1 und 2 jetzt so gut funktioniert haben, müssen wir jetzt was nehmen, was schwach ist gegen Nidoqueen. Das heißt, wir nehmen erstmal Fee. Wir nehmen Pflanze mit rein. Dann nehmen wir mit rein. Gestein ist schwach gegen Nidoqueen. Dann ist Stahl schwach gegen Nidoqueen. Dann ist Feuer dagegen nicht optimal. So, wir haben Gift ist gut gegen Fee, gegen Pflanze. So, der Bodentyp ist gut gegen Gestein, gegen Stahl, gegen Feuer. Ich glaube, sonst fällt mir nichts ein. Wenn ich was vergesse, ne, sagt mir Bescheid. Ich muss hier gerade brainstormen. Ich will ja auch nicht, dass das hier extrem lange geht. Also gucken wir mal. So, dann nehme ich jetzt auch wirklich nur welche, die schwach dagegen wären. Das heißt, wir haben dich. Dann könnte man mitnehmen Rex Blizzard. Und ein Tornupto wäre vielleicht ganz nett. Oder? Ja, ich habe jetzt schon eine doppelte Kampfschwäche. Dann machen wir das so. Wir sind vorne. Nicht so optimal gegen Sumpex. In der Backline mit Tornupto auch nicht. Aber mit Rex Blizzard.
Und vielleicht kann man das irgendwie drehen. Es wäre auch geil, jetzt auf Nidoqueen zu treffen. Glurak. Oh, ist auch nicht unbedingt nice, ne? Ich meine, ich verursache schon netten Schaden, richtig? Aber das gefällt mir eigentlich. Ich könnte jetzt versuchen, rauszugehen, ne? Aber die Frage ist, ob sich das lohnt. Wir können ja mal snipen. Bitte drück mir jetzt die Feuerattacke, nachdem du abgeschwächt bist. Die ist so oder so resistiert. Und das Geile an der Sache ist, ich habe noch 5 Züge rausbekommen. Und das, meine Freunde, ist kein fetter Konter hiergegen. Ich nehme tatsächlich den Solarstrahl. Die andere Attacke ist nur in Anführungszeichen neutral, ne? Aber das hier, das zimmert, wenn du es durchlässt. Schade, das ist gerade weniger gut. Gehst du denn auch auf Erdbeben oder nutzt du jetzt tatsächlich die Eisattacke? Wäre schon frech, ne? Es wäre schon frech, mein Freund. Okay, eine Lohe-Kanonade, lohnt sich das? Wird sich Blast Burn lohnen? Bin mir nicht sicher. Wechsel wäre schon schmackhaft, ne? Ich hätte dir einfach die andere Attacke drücken müssen. Ich hätte dir einfach gerade auch diesen Move reinzimmern dürfen oder reinzimmern müssen. Der Köder war möglicherweise nicht das geilste. Wir gehen raus. Du kannst jetzt hier die Eisattacke nutzen. Gar kein Thema. Ist neutral, tut weh. Die Bodenattacke jetzt nicht unbedingt. Die Bodenattacke schon. Und da du nicht genug Energie hast, geht das. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Außer, ich fress jetzt erstmal eine sehr effektive Attacke, aber dann habe ich ebenfalls eine sehr effektive Attacke auf meiner Seite. Was natürlich ganz nett sein kann. Problematisch ist halt nur, dass das nicht so nice sein wird, da der Schaden von dir schon nervig ist. Du könntest noch mehr Energie holen oder du setzt wieder im Gleichstand ein. Nein, du bist der Typ, der mehr Energie haben will. Kann ich nachvollziehen, Rex Blizzard hat keinen Bock auf dich, ne? Ich habe da keinen Bock auf deine Attacken. Oh, ist das nervig. Ist das nervig. Glurak zerstört mich aber auch mit einem Move. Ich glaube, meine Freunde, dass das jetzt leider ein Kampf ist, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Denn du tust mir hier extrem weh. Nachdem ich die Attacke fresse, zerstört mich Glurak mit Sofortattacken. Und on top seine... Ah, du hast jetzt versucht abzufangen, richtig? Ich farm dich komplett und es haut leider nicht hin. Oh, ey. Glurak, wie viel Energie hast du? Wie viel Energie hast du? Mittlerweile muss ich das hier auch schon schilden, ne? Ärgerlich. Ärgerlich, meine Freunde. Glurak wird trotzdem nerven. Oder ich habe 2 Attacken ready. Könnt ihr mir versprechen, dass... Oh, sorry, ein Move ausreicht. Erstmal gegen den Tisch gelaufen. Könnt ihr mir versprechen? Nein, der eine Move reicht nicht, ne? Schade, das wäre schon schmackhaft gewesen. Ja, ich bin gerade wieder unterwegs. Ich habe keine Lust rumzusitzen. Also nehme ich dieses Set im Laufen auf. Schade. Und wir sterben jetzt. Okay. Wir hatten immer noch nicht die Pokémon, die wir am Anfang gesehen haben. Ja, nervig. Wäre schon cool gewesen, jetzt Nidoqueen zu sehen oder vorhin Trombok. Boreus, da glaube ich halt nicht dran, dass ich das mal irgendwo sehen werde. Okay. Mal gucken. Gyarados, das heißt, wir sind schwach gegen... Nee, nicht schwach gegen Wasser. Ist ja ein Wasser-Pokémon, das heißt Feuer. Dann ist Boden am Start. Boden, dann Gestein. Dann Flug, ne? Also ist Käfer mies. Käfer. Kampf wird theoretisch von Gyarados besiegt, wenn man nach den Typen geht. Pflanze kriegt ebenfalls aufs Maul. Habe ich alles. Käfer, Kampf, Pflanze, Gestein, Boden, Feuer. Ich glaube ja. Das heißt, jetzt suchen wir uns hier was Schickes raus. Dann würde ich tatsächlich Skorgro nehmen. Dann könnte man, wenn man das macht, mit einer Doppel-Kampf-Backline spielen. Wäre schon witzig, ne? Oder was habe ich hier noch so im Angebot? Wir könnten mal wieder ein Roserade spielen. Wir könnten mal wieder eins spielen. Ah, das hat Blättersturm, ne? Egal. Das heißt so und so. Jetzt habe ich eine Eisschwäche. Dann machen wir das so.
Obwohl, Rosarade wird ja nur auf dem Blatt Papier. Na, egal, ich mach das jetzt so. Wie habe ich das in den ersten Kämpfen gemacht? Ich glaube, ich hätte das gerade so gemacht, dass ich dann nur wirklich welche spiele, die auch von Garados besiegt werden können. Und jetzt in dem Kampf bin ich nur nach den Typen gegangen. Ich muss gucken. Egal, an sich sind das auf dem Blatt Papier immer noch Pokémon, die Schwierigkeiten haben gegen Garados. So, mein Freund, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ich habe ein gesamtes Team, das keinen Bock auf dich hat. Ja, versteht sich, ne? Versteht sich aus irgendeinem Grund. 9, 10, zack. Ich glaube, ich kann auch Blast Burn durchlassen. Richtig? Überlebt das. Perfekt. Und jetzt werde ich ein Schild bekommen. Da sollten wir uns, glaube ich, einig sein. Gift-Hieb auf Rosarade wäre jetzt besser, ne? Der wäre jetzt besser. Komm, wir gehen raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, das hier kann spannend werden. Oh, Rosarade, ne? Du wirst noch Probleme haben gegen Glurak. Alter Schwede, du wirst Probleme haben. 1, 2, 3, 4, 5. Bitte köder nicht. Deine Mondgewalt effektiv gegen beide Typen? Bitte köder nicht. Es ist so widerlich. Oh mein Gott, Alter, ich kann dich gerade nicht leiden. Ich kann dich absolut nicht leiden. Viel weniger als absolut kann ich dich leiden. Das ist nicht cool. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Und jetzt? Was machst du jetzt, mein Freund? Willst du wieder ködern? Willst du? Aha. Aha. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt hiermit kein Fehler war. Ich würde dich gerne runterkontern. Ich weiß nur nicht, ob das hinhaut. Oh. Schöner Schild, ne, mein Freund? Köderschilden ist schon witzig. Ich gehe jetzt hier drauf, ist mir komplett Latte. Ist mir komplett Latte. So, Mondgewalt, gönn sie mir. Gönn sie mir. Rosarade versucht dich jetzt runterzufarmen. Glura kommt zurück. Da kommt ein Move. Oh, ich habe echt Schwierigkeiten, dich zu besiegen, ne? Das wird alles nicht schmackhaft. Lure kann... Ja, das war's. Das war's dann, meine Freunde. Was soll ich tun? Keine Möglichkeit mehr, das zu gewinnen. Interessant. Diese Teams, ne? Aber wir sollten 2 zu 2 stehen. Come on. Relaxo. Jetzt muss ich ein Triple-Geist-Team spielen. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Wir starten also hiermit, nehmen als Safe-Switch dich mit und zum goldenen Abschluss ab Qualyp. So, dreifach Geist. Denn die einzige Schwäche von Normal-Pokémon sind Geist-Pokémon. Oder was? Warte mal. Ich zock ja Typen, die schwach dagegen sind, ne? Und normal ist resistiert das Ganze, von daher. Ihr wisst, warum ich das jetzt so gewählt habe, ne? Weil man hat halt sonst keine Stärken, die man nutzen könnte. Deswegen mache ich das jetzt einfach so. Das ist eine Drachenklaue. Lass ich die einfach durch? Why not? Wie viel Schaden macht die denn? Wie viel Schaden macht die? Es geht eigentlich. 1, 2, 3. So, da kommt meine Attacke. Wirst du komplett einfach runterfarmen? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Schön, dass du erstmal schildest. Ach so, ich schaff gar keinen mehr. Als ob, Junge. Als ob. Dumm. Richtig dumm. Ich lasse das jetzt durch. Ich hätte nicht gedacht, dass mich das schon besiegt. Da war noch so viel KP über. Kannst du mir nicht erzählen. So, 1, 2, 3, 4. Da kommt leider deine nächste Attacke. Soll ich schilden und komplett runterfarmen? Ist das was, das man tun sollte? Ich bin mir absolut nicht sicher. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich gehe ja leider hier schon fast komplett drauf, ne? Ich wollte aber auch nicht einsetzen. Ein Pokémon, das mich dann leider komplett hops nimmt. Wir gehen mit Energie nach draußen, farmen runter, zeigen dir leider unser letztes Pokémon. Und das hier ist spannend. Das war aber nie im Leben ein Erdbeben.
Du hast nicht genug Energie aufgebaut, um mir ein Erdbeben zu drücken, mein Freund. Von daher bekommst du jetzt auch kein Schild. Die Frage ist, wie ich das am besten spiele. Es wird tricky. Ich habe drüben echt viel Energie. Wirklich viel. Okay, lässt du das durch? Tatsächlich. Oh, interessant. Die Frage ist, wie ich das jetzt mache. Ich lasse das jetzt auch nochmal durch. Du willst jetzt einfach nur diese Attacken spammen, ne? Und es wird nicht schön für mich. Es wird alles andere als schön. Sollte ich vielleicht. Oh, Fiaro. Dann hätte ich tatsächlich den Surfer nehmen sollen. Ja, das wäre so gut gekommen jetzt gerade, ne? Egal. Hab Energie noch über 1, 2, 1, 2 und dann können wir einsetzen. Ich habe drüben Attacken ready. Wirst du das jetzt einfach durchlassen? Oder was tust du? Du lässt es durch, setzt ein. Perfekt. Ich hätte ansonsten die nächste Ladeattacke genutzt. Da ich deine Sofortattacken resistiere, schauen wir mal. 1, 2, 3, 4. Wie viel Energie hast du und wie viel macht dein Eisspeer nochmal drüben? Besiegt dich meine nächste Attacke, dass ich keinen Move mehr von dir fressen muss? So, das heißt, ich zimmer jetzt einen Spukball raus. Danach wäre mein Plan, eine Sofortattacke machen und den nächsten Spukball haben. Funktioniert das? So, wir schauen mal. Bam, jetzt muss ich das noch überleben. Bitte sei kein Erdbeben. Ich habe aber nicht in Erinnerung, dass du dir da genug Energie geholt hast. Das heißt, Eissperr kommt und mein Spukball jetzt ebenfalls. Und das wiederum bedeutet, Apokalyp war jetzt zum Glück am Start und der Gamechanger bei dieser, wie ich finde, geilen Videoidee. Ich bin aber auf euer Feedback angewiesen. Schreibt es mir rein. Könnt ihr dieses Autorake-Zeug überhaupt noch sehen? Weil damit sind halt viele Sachen möglich und es sollte definitiv Abwechslung bieten. Ich hoffe es zumindest. Schreibt es mir rein. Würde mich wirklich sehr interessieren. Aber für dieses Video heute war es das. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und ich konnte euch mit diesem Quatsch unterhalten. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.